Hi, ich bin's nochmal, der Phil. Ich zeige heute mal, wie man DOSBox richtig einrichtet. Und zwar ohne Frontend, sondern einfach über Command Line bzw. die Config-Datei. So, wir haben DOSBox jetzt gestartet. Und wie man gut sehen kann, ist das Fenster viel zu klein. Das wollen wir als erstes ändern. Also gehen wir als erstes hier wieder raus, der Befehl ist Exit. Und öffnen die Config-Datei. Die heißt DOSBox Options. Als erstes wollen wir mal unter Full Resolution unsere native Monitorauflösung eintippen. In meinem Fall ist das 2560x1440. Das zweite ist Output. Surface unterstützt kein Hardware-Scaling, das heißt, das Bild kann nicht auf die Monitorgröße vergrößert werden. Stattdessen nehmen wir hier Overlay. Das wäre es auch schon. Das Bild sollte jetzt vergrößert werden. Wenn wir in den Vollbildmodus gehen, haben wir jetzt ein Vollbild. Als nächstes müssen wir die Laufwerke einbinden. DOSBox hat dafür eigene Befehle. Für normale Laufwerke heißt der Mount. Danach kommt das Laufwerk, welches unter DOSBox angesteuert wird, also C bei uns. Und danach der Pfad, wo eure DOSBox-Dateien liegen. Bei uns ist das E. DOSBox. Jetzt haben wir auf Laufwerk C unsere Dateien. Wir wollen Ultima Underworld 1 spielen. Wir haben das Spiel bei GOG runtergeladen. Da ist eine Image-Datei dabei, die müssen wir nun auch noch einbinden. Dafür gibt es auch einen Befehl, der heißt Image Mount. Dann kommt das Laufwerk, nehmen wir D und dann der Pfad. Nun muss man DOSBox noch erklären, dass es sich hierbei um eine Image-Datei handelt. Das geht mit dem Kürzel T wie Typus und danach ISO. Jetzt kommt noch das Dateisystem, das ist ebenfalls ISO. Dies wird mit FS deklariert. Dann drücken wir Enter und das Laufwerk ist eingebunden. So, nun wollen wir Ultima Underworld starten. Mal sehen, ob das alles funktioniert. Also spielen wir eine Runde. Wie wir sehen, ruckelt das ziemlich. Aber das können wir beheben. Dazu müssen wir aus dem Spiel noch einmal heraus und die Config-Datei editieren. Wir öffnen die Config-Datei erneut und suchen den Eintrag Cycles. Jetzt hier. Damit können wir einstellen, wie viele Rechenschritte pro Sekunde DOSBox dem Prozessor gemutet. In unserem Fall haben wir ein bisschen geschummelt. Wir haben da 1000 eingegeben. Normalerweise steht das auf Auto. Dort stellen wir es auch wieder hin. Normalerweise reicht das. Unter Umständen kommt es aber vor, dass das Spiel trotzdem ruckelt. Dann kann man dort einen festen Wert eingeben, zum Beispiel 5000 oder 10.000. Dann sollte es flüssig laufen. Wo wir die Config-Datei schon mal geöffnet haben, scrollen wir ganz bis ans Ende. Dort werden Befehle aufgeführt. Dort geben wir jetzt unsere Laufwerkseinbindung ein. Und speichern die Datei ab. Nun öffnen wir DOSBox wieder. Und hier sehen wir die Laufwerke, die jetzt eingebunden werden, vor jedem Start. Das muss man also nur einmal eintippen jetzt. Jetzt starten wir das Spiel. Laden unseren Spielstand. Wir sehen jetzt, das Spiel läuft schon etwas flüssiger, aber so richtig gut ist das noch nicht. Das mit dem Auto hat anscheinend nicht funktioniert. Nun gibt es einen anderen Trick. Dazu drücken wir STRG und F12 ein paar Mal. Damit erhöhen wir die Cycles in-game, also die Prozessoranweisungen. Dies war also ein Fall, wo die Automatikzuweisung nicht funktioniert hat. Nachdem wir jetzt aber die Cycles manuell erhöht haben, läuft das Spiel flüssig. Nun können wir anfangen zu spielen. So, das waren jetzt die DOSBox Basics im Video. Im Artikel gehe ich noch auf ein paar andere Sachen ein, zum Beispiel, wie man die Grafik aufmotzt oder den MIDI-Sound verbessert. Das wär's dann erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Peace out.